Donc, frères et sœurs, chers amis, das diesjährige Thema weist direkt auf den Liebesbusbund hin, ewiger Bruderschaft. Die beiden Diözesen Paderborn und Le Mans verbindet. In diesem Jahr feiern die beiden Städte das 50-jährige Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft. Es ist gut, auf den Sinn und die Wurzeln dieser Freundschaft zu schauen. Im Jahr 836 traf der Paderborner Bischof Badurat den Bischof von Le Mans, Alderich, auf der Synode von Aachen. Er bat ihn als Hilfe für die Evangelisierung seines Gebietes um die Reliquien des heiligen Liborius, des zweiten Bischofs von Le Mans. Alderich stimmte der Reliquienübertragung zu und schloss mit Badurat das Versprechen einer Bruderschaft ewiger Liebe. Die zwei Diözesen sind also durch ein brüderliches Band verbunden. Auf diese Weise entstand eine Freundschaft, die trotz der Risse der Geschichte und der Kriege niemals unterbrochen wurde. Diese 12 Jahrhunderte dauernde Bruderschaft hat einen tiefen Sinn. Sie ist wie ein an unsere Zeitgenossen gerichtete Botschaft. Die Freundschaft zwischen zwei Menschen, zwei Bischöfen, zwei Kirchen trägt auch heute noch Früchte. Die Kirche wusste sie zu erhalten und weiterzuentwickeln. Diese Bruderschaft erlaubte es immer, den Frieden zu suchen. Sie hat dazu beigetragen, die Wunden des Krieges zu heilen. So stellt sie uns deutlich vor Augen, diese Freundschaft, diese Bruderschaft ist heute notwendiger denn je, in einer Zeit, in der es scheint, dass in Europa und in der Welt die Versuchung der Abschottung und die Suche nach dem eigenen Interesse wieder erstehen. Woher kommt diese Bruderschaft, diese Freundschaft? Was ist ihre Quelle? Diese Freundschaft ist auf Christus gegründet. Wir haben die gleiche Taufe empfangen, die uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Wir sind Brüder und Schwestern, weil wir einen einzigen Vater haben. Wir hören das gleiche Wort Gottes, das uns zur gleichen Bekehrung aufruft. Wir nehmen an der gleichen Eucharistie teil, die uns in der gleichen Liebe leben lässt. Die Eucharistie ist eingesetzt, damit wir Brüder werden, anstatt von Fremden, Zerstreuten, einander Gleichgültigen, damit wir einig, gleich und Freunde werden. Sie ist uns gegeben, damit wir aus einer apathischen, egoistischen, verschiedenen und verfeindeten Masse ein Volk werden. Ein wahres Volk, glaubend und geliebt, ein Volk eines Herzens und einer Seele. Jedes Mal, wenn wir die Eucharistie feiern, gründet sich unsere Freundschaft auf Christus. Wir werden in der Liebe erneuert. Wir empfangen die Freundschaft als eine Gabe Gottes. Wir müssen sie bewahren und entwickeln. Ich habe mich gefragt, warum diese Freundschaft zwischen unseren zwei Kirchen die Geschichte mit ihren Spaltungen, Kriegen und Massakern überdauert hat. Wir Christen wissen, dass die Liebe stärker ist als der Hass, dass das Gute stärker ist als das Böse. Wir wissen, dass Vergebung möglich ist, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass Christus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstand, um uns mit Gott und untereinander zu versöhnen. Diese ewige Freundschaft gründet im Tod und in der Auferstehung Christi. Freundschaft ist heilig. Das Evangelium berichtet uns davon, dass Jesus selbst Freunde hat. Ich denke an seine Freundschaft mit Martha, Maria und Lazarus. Das Johannesevangelium sagt, Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Eine menschliche Freundschaft mit Zuneigung, Freude, Tränen in traurigen Momenten. Die Freundschaft Jesu offenbart etwas von der Freundschaft Gottes zu uns. Ich bin davon überzeugt, dass die Freundschaft unter uns die Liebe Gottes offenbart. Sie ist der Weg, auf dem Gott sich zeigt. Gott will uns zu immer tieferer Liebe zu sich hinführen. Jesus macht seine Jünger, seinen Aposteln zu seinen Freunden. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Unsere Berufung ist es, Freunde Christi und Freunde Gottes zu sein. Wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Ist sie eine Freundschaft? Im Alten Testament lesen wir, dass der Herr und Mose Auge in Auge miteinander redeten. Wir Menschen, Freunde, miteinander reden. Wir sind dazu eingeladen, Freundschaft mit Christus zu haben.
Eine der tiefsten Begriffsbestimmungen von Heiligkeit ist die Freundschaft mit Christus. Freundschaft, die das Leben verändert. Alles hängt von dieser Freundschaft mit Christus ab. Von der tiefen Verbindung mit ihm. Die innere Gemeinschaft mit ihm bringt die Liebe zu den Mitmenschen hervor. In dieser freundschaftlichen Beziehung spielt das Gebot, das das äußerlich Unmögliche vorschreibt, kaum eine Rolle mehr. Im Gegenteil, man tritt in eine Erfahrung der Liebe ein, die aus dem Innersten kommt. Die Liebe wächst durch die Liebe. Die Freundschaft und die Liebe sind göttlich, weil sie aus Gott kommen und weil sie uns mit Gott verbinden. Wir werden durch sie verändert. Die Schrift sagt, ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden. Dieser treue Freund ist Christus, ist Gott selbst. Mir kommt dieses Gebet des heiligen Claude de la Colombière in den Sinn. Jesus, du bist der einzige und wahre Freund. Du nimmst teil an meinen Kümmernissen, ja, du nimmst sie auf dich. Du weißt das Geheimnis, welches sie mir zum Guten wandelt. Du hörst mir in Güte zu. Ich finde dich immer und überall. Nie wirst du müde, mir zuzuhören. Nie ermüdest du, mir Gutes zu tun. Diese ewige Freundschaft ist Teilnahme am Geheimnis der Kirche. Unsere Einheit mit Christus macht uns zu Brüdern und Schwestern, über Raum und Zeit hinaus. Rufen wir uns in Erinnerung, was die Apostelgeschichte über die ersten Christen berichtet. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Diese Freundschaft lässt uns eintreten und teilnehmen an dem, was wir die Gemeinschaft der Heiligen nennen. Sie wissen, die Kirche beschränkt sich nicht auf das, was wir von ihr sehen. Sie ist kein Club von Leuten, die das Gleiche denken. Sie ist auch nicht die Gruppe derer, die sich sonntags in den Kirchen versammeln. Sie ist mehr als der Papst, die Bischöfe und die Priester. Die Lebensgemeinschaft, in die wir durch den Glauben eintreten, erstreckt sich weiter. Sie umfasst den Weltraum und überwindet die Schwelle des Todes. Die Einheit der Erdenpilger mit den Brüdern, die im Frieden Christi einschlafen sind, hört keineswegs auf, wird vielmehr nach dem beständigen Glauben der Kirche gestärkt. Unsere Freundschaft mit Christus überwindet die Grenzen, aber auch die Zeiten. Die Freundschaft entwickelt sich unter uns, die wir noch auf dem Weg auf dieser Erde sind, aber auch mit den bekannten und unbekannten Heiligen im Himmel. Wir sind Freunde des heiligen Julian, des heiligen Liborius und aller anderen, die uns vorangegangen sind. Wir sind eingeladen, in der Liebe zu wachsen und in der Freundschaft zueinander. Wir sind eingeladen, einander zu unterstützen. Im Französischen gibt es eine Redewendung, die besagt, die Freunde meiner Freunde sind meine Freunde. Die Freundschaft mit den Freunden Christi lässt uns eintreten in die Liebe zu Christus. Vous m'écoutez avec bonté, je vous trouve toujours en tout lieu, vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre, vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Ich bin immer von der Tatsache beeindruckt gewesen, dass ein Heiliger niemals allein daherkommt. Es gibt andere Heilige um ihn herum. Ich denke an das Netzwerk rund um den heiligen Ignatius von Loyola, an den heiligen Franz Xaver, den heiligen Philipp Neri, den heiligen Karl Borromäus. In Frankreich des 17. Jahrhunderts kannten sich der heilige Franz von Sales, der heilige Vinzenz von Paul, die heilige Luise von Marillac, die heilige Johanna Franziska von Chantal, der heilige Johannes Eudes. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Diese Tatsache gilt auch für andere Zeiten der Geschichte. Möge unsere Freundschaft ein Netzwerk der Heiligkeit hervorbringen. Elle n'est pas non plus le groupe de ceux qui se rassemblent dans les églises de dimanche, pas seulement. Elle n'est bien davantage que le pape, les évêques et les prêtres.
Freundschaft ist heilig. Sie bringt Hoffnung für die Welt. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass die Kirche ja in Christus gleichsam das Sakrament ist, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Es scheint mir, dass unsere Freundschaft in Christus in sich den Keim der Freundschaft aller Menschen trägt. Sie ist wie ein Appell an die gesamte Menschheit. Sie ist eine Hoffnung für alle Menschen. Anders gesagt, sie ist nicht nur für uns da, damit wir uns etwas gut untereinander fühlen. Sie nimmt teil an jenem Sakrament, das die Kirche ist. Sie ist Zeichen und Werkzeug für die Einheit der ganzen Menschheit. Et de tous les autres qui nous ont précédés et que nous sommes invités à grandir avec eux dans la charité et l'amitié, à nous soutenir les uns les autres. Il y a en français une expression qui dit « les amis de mes amis sont mes amis ». L'amitié avec les amis du Christ nous fait entrer dans l'amitié du Christ. J'ai toujours été marqué par le fait qu'un saint ne va jamais seul. Il y en a d'autres autour de lui. Et je pense dans l'histoire. J'ai pensé au réseau autour de saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, Philippe Néry, saint Charles Borromée. Ils se connaissaient. Mais aussi au XVIIe siècle, en France, saint François de Sales, saint Vincent de Paul, saint Louise de Marignac, saint Jeanne de Chantal, saint Jean Eudes. Je ne peux pas tous les nommer. Et cela est vrai à d'autres périodes de l'histoire. Alors que l'amitié entre nous produise comme un nouveau réseau de sainteté. Vous savez, sur Facebook, c'est « Veux-tu devenir mon ami ?» C'est assez artificiel d'ailleurs. L'amitié est sacrée. Elle porte en elle l'espérance du monde. Le Concile Vatican II dit que l'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Il me semble que notre amitié dans le Christ porte en elle le germe de l'amitié avec tous les hommes. Elle est comme un appel à l'humanité tout entière. Elle est une espérance pour tous les hommes. Autrement dit, wir sind dazu aufgerufen, eine Kultur der Freundschaft zu entwickeln. Eine Kultur der Beziehung, die der erste Ort der Evangelisierung ist. Damit unsere Güte allen bekannt werde, unsere Freundschaft darf sich nicht auf diejenigen beschränken, die wir denken und wie wir glauben. Sie müssen sich auf alle erstrecken, die die Vorsehung vor unsere Augen stellt. Möge unsere ehrliche Freundschaft ein Ort der Begegnung mit Christus selbst sein, mit Christus, der unser Freund ist. Der heilige Vinzenz von Paul sagt über seine Freunde, den heiligen Franz von Sales, wie gut muss Gott sein, wenn schon der Herr von Sales so gut ist. Saint Vincent de Paul disait à propos de son ami François de Sales, en tout cas, on le lui prête, « Dieu est bon puisque mon ami, monsieur de Sales, est si bon. » Que les personnes que nous côtoyons puissent dire aussi, « sagen können, wie gut muss Gott sein, puisque mon ami, wenn schon mein Freund so gut ist. » L'amitié est sacrée. Freundschaft ist heilig. Elle est divine.